Es geht um ein Open Source freie Energie Projekt auf Basis einer freien Lehre. Und er wird das heute ergänzen und vertiefen und Sie werden sich überrascht sein. Du stellst dich selber kurz mal vor. Ja. Hast du es? So, ja. Eckmann? 1, 2. Ah, jetzt kommt was? Okay. Ja, mein Name ist Jörg Wochjan. Ich bin hier heute mit einem Thema, das wir letztes Jahr hier gestartet haben. Und erstmal vielen Dank, dass ich auch dieses Jahr hier nochmal reden darf. Es geht um ein Open Source freie Energie Projekt auf Basis einer freien Lehre von Reinhard Köcher. Open Source freie Energiemaschine. Was ist Open Source? Der Begriff kommt eigentlich aus der Softwareindustrie. Dort spricht man ja von einem Source Code, wenn man das Programm schreibt. Und es gibt eben Programme, wo der Source Code nicht bekannt gegeben wird, also alles, was Microsoft macht. Und es gibt auch Programme, wo der Source Code eben unter den Leuten verteilt wird. Man also dann den Source Code offenlegt, er ist also ein Open Source. Linux. Linux beispielsweise, GIMP, auch das Programm, das ich hier gerade benutze, LibreOffice. Und das Prinzip oder den Begriff aus der Softwareindustrie haben wir jetzt dann eigentlich für die freie Energiemaschine übernommen und auch das Konzept oder die Idee, die dahinter steckt. Das bedeutet ja, dass also zu einer Open Source freien Energiemaschine werden eben alle Informationen und Erkenntnisse, die es gibt, werden veröffentlicht. Es wird nicht mit Investoren gearbeitet. Es gibt keine Investoren im Open Source Bereich, sondern es gibt Spenden. Es gibt also auch kein Reinvest, den man dann eventuell erwartet oder erfordert. Was aber auch bedeutet, dass es Grenzen gibt für solche Open Source Projekte. Es muss also schon irgendwo ein simpler Aufbau sein und eine relativ einfache Maschine. Also man kann keine hochkomplexen Geräte damit machen. Ich habe inzwischen andere Open Source Projekte gesehen, wo ich sagen muss, also wenn ich dann erstmal 100.000 Euro in den Maschinenpark investieren muss, das ist für mich nicht Open Source. Also da muss man tatsächlich mit Investoren arbeiten. Wenn jemand an einem Open Source Projekt teilnimmt, also am idealsten Falle, würde also jemand die Maschine selber bauen oder eben einen bezahlten Dienstleister nutzen. Sowas gibt es auch im Softwarebereich. Beispielsweise gibt es viele Firmen, die Linux zu bestimmten Paketen, in bestimmten Paketen zusammenpacken und diese Dienstleistung bezahlt man dann mit 15 Euro oder etwas Ähnliches. Also das geht natürlich auch. Und es sollte das ganze Energiegerät natürlich auch in seiner vollständigen Funktion erklärbar sein. Und da nutzen wir eine freie Lehre, die Informationsenergetik, auf die ich später noch mal eingehe. Das heißt also zusammengefasst, das Open-Source-Projekt kennt keine Geheimnisse. Es kennt aber auch keine Gewinne. Und last but not least, wird damit niemand berühmt. Ein Open Source Projekt. Das sollte man also wissen. Also wer möchte, dass irgendwann mal Hollywood-Filme von ihm gedreht werden? Nicht mit einem Open Source Projekt. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wer GIMP zum Beispiel programmiert hat oder wer das gemacht hat. Bei Linux kennt man den Linus Torvalds, aber es haben insgesamt 1000 Leute. Machen Sie bitte da hinten die Tür mal zu. Es haben insgesamt 1000 Leute an dem Projekt mitgearbeitet. Also man weiß das gar nicht, wer da alles mit dabei war. Keine Geheimnisse, keine Gewinne, kein Ruhm. Wir haben dann letztes Jahr erstmal nur Ideen gehabt und jetzt ein Jahr später haben wir einige Dinge auch tatsächlich umgesetzt. Es gibt zunächst mal eine Haupt-E-Mail-Adresse, unter der man in irgendeiner Form mit dem Projekt in Kontakt treten kann. Das ist eben open.info@gmail.com. Wir haben dann innerhalb von Gmail, wir haben erst versucht, alles mit Google zu lösen. Wir haben innerhalb von Gmail dann eben drei Gruppen eingeteilt. Die Gruppe 0, im Moment 13 Kontakte, die sich letztes Jahr eben registriert haben. Die werden alle 2 bis 3 Monate informiert, was sich so Neues ergeben hat. Und die stehen sozusagen Gewehr bei Fuß. Das sind also Leute, die sagen,
wenn ihr was braucht, meldet euch. Ja. Die stehen für Aktivitäten bereit. Dann haben wir eine Gruppe 1, das sind 4 Leute. Diese 4 Leute sind die aktiv forschende Gruppe. Dazu gehöre ich auch. Wir treffen uns wöchentlich zu Online-Meetings und haben auch eben persönliche Treffen schon gemacht. Habe ich gleich ein paar Bilder mitgebracht auch davon. Und dann gibt es meine Lieblingsgruppe, die Gruppe Erfolge, da sind im Moment 2 Leute drin, die wollen nur was von uns hören, wenn das Ding fertig ist. Finde ich klasse, werde ich auch machen, garantiert. Also die kriegen auf jeden Fall Informationen, sobald das Ding fertig ist. Dann haben wir versucht, die Google-Tools zu benutzen und das hat nicht gut funktioniert. Deswegen sind wir ziemlich schnell für die Online-Meetings auf Telegram gekommen. Man sieht hier, es haben wir losgelegt im August, 3. August 2023. Und das Telegram ist also unser Tool, mit dem wir die Online-Meetings machen. Das funktioniert ganz gut. Inzwischen ist aber WhatsApp und Signal und so, die sind inzwischen auch so weit. Also man muss nicht unbedingt Telegram benutzen. Das ging mit anderen inzwischen auch. Schön ist halt, dass man von überall mit den Leuten sich treffen und reden kann. Also da sitzt man auch mal in Spanien, was wir auch schon hatten. Und das dient aber dann wirklich nur zur Terminabsprache oder wenn man mal was Interessantes gefunden hat, irgendwie, was man den Leuten schnell mitteilen möchte. Wir werden, es ist auf jeden Fall, findet über Telegram kein Datenaustausch statt. Das machen wir nicht. Der funktioniert anders. Es ist also ein reines, wir bleiben in Kontakt tun. Funktioniert aber wirklich gut. Also, die Datenhaltung funktioniert bei uns mit JIT. Und zwar deswegen, weil Google Docs, was wir am Anfang benutzt haben, wirklich ein totaler Reinfall war. Also Google, mag sein, dass ich Google da jetzt, dass ich da Google nicht recht tue, aber Google versucht immer alles an Tools auf eine Person zu, also dass nur eine Person dieses Tool benutzen kann. Und das war völlig, das ist nicht das, was wir wollten. Adolf hat sich mal versucht, von der Schweiz aus in den E-Mail-Account reinzuhacken. Dann haben wir dann zig E-Mails hin und her geschrieben, bis das dann mal geklappt hat. Also das so geht das nicht. Also wir brauchen ein Tool, das alle nutzen können, ohne dass sie da großartig irgendwas machen können. Und da bietet sich natürlich JIT und JITHUB bieten sich an. Und das Charmante ist eben, dass das sind auch die Tools der Open-Source-Szene. Da laufen alle Open-Source-Projekte drüber. Und wir jetzt halt auch. Die sind halt Entwicklertools und sind halt etwas kompliziert im Umgang, das muss ich zugeben. Aber dafür gibt es halt da keinerlei Beschränkungen. Da passiert es eben nicht, dass ich ein Dokument aufmache und dann 5 Leute einlade und beim 6. sagt mir Google dann, na, den 6. darfst du aber jetzt nicht mehr einladen. Na, das gibt es dann nicht. Sondern da kommt jeder dran an die Sachen und fertig. Ich habe mal ein Beispiel, zeige ich mal hier, wie man an die Daten rankommt. Man gibt einfach in der Suchmaschine der Wahl JITHUB ein, klickt drauf, kommt auf die Seite, braucht sich jetzt nicht einloggen und gar nichts, sondern gibt hier oben halt, und jetzt muss man halt den Begriff kennen, Fluxkondensator, unter dem wir das Ganze dann machen, kommt dann hier auf diese beiden Bereiche, das sind sogenannte Repositories, also Datenzentren. Dann kann man da über den grünen Knopf gehen und kann dann eben die Daten sich runterladen. Hat er jetzt gemacht. Gucke ich rein. Das sind also die Daten zu dem Projekt. Und das kann jeder machen. Da gibt es keine Beschränkungen. Wie gesagt, man muss sich noch nicht mal einloggen dafür. Und das ist eigentlich so das, was wir uns auch vorgestellt haben, dass wir da gar keine wenn jemand das interessiert, zieht er sich die Daten einfach runter, guckt sich zum Beispiel mal an, was er gemacht hat oder wo der Stand der Dinge ist. Wenn man jetzt mitarbeiten möchte an dem Projekt, wird es ein bisschen komplizierter. Wenn man also an der Datenhaltung selber mitarbeiten will, muss man einen JIT-Client installieren. Und der wird dann verwaltet über ein Tool, das Entwickler nun mal lieben. Ein Textterminal ist
mit schönen kryptischen Befehlen dann zu bearbeiten, ist halt so. Das ist halt ein Entwicklertool. Ich entwickle selber schon seit Jahrzehnten Software, also es ist in der Tat ein bisschen kryptisch, aber gehen tut das natürlich auch. Dann hatte ich gesagt, haben wir uns natürlich auch getroffen und am ersten ging auch eine Diskussion los, weil das Treffen sind doch sehr aufwendig. Aber das ist schon wichtig. Diese Treffen sind wichtig, weil man macht natürlich, wenn wir vier uns treffen, macht man nicht natürlich nicht nur Technik, sondern wir verbringen das ganze Jahr ja zusammen. Deswegen war es wichtig, dass wir uns auch persönlich besser kennenlernten. Und zum Beispiel auch die mediale Seite, die auch immer eine Rolle spielt, dass wir die auch austauschen konnten. Trick, Kaffee. Kaffee trinken, ganz genau. Ja, wir hatten das Glück, in Würzburg jemanden zu finden, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte. Ich weiß nicht, deine Tochter musste aus dem Zimmer raus ganz schnell, oder wie war das nochmal? Ja, so ein bisschen, ja. Und dann sieht man halt, wie wir dann anfangen, hier unsere Dinge aufzubauen. Der hatte auch so ein grobes Teil. Ne? Da? Ach, da. Ja. Man sieht zum Beispiel, das hier ist ein einfaches Netzteil, ein Gleichspannungsnetzteil. Hier ist eine von den gewickelten Spulen. Das hier ist das Oszilloskop, also ein PC-Oszilloskop. Hier ist der Frequenzgenerator. Und ja, da wird halt kräftig dran gearbeitet. Und es ist ein Physiker und ein Ingenieur dabei, immerhin. Trotzdem, auch wir mussten wirklich gucken, was kann man mit den Messgeräten, die wir haben, überhaupt messen. Stimmt das überhaupt, was wir da messen? Also man musste wirklich echt bei den Grundlagen anfangen. Das war halt ein Klassiker. Hier sieht man, haben wir auch, weil ja Kondensatoren eben auch nötig sind, haben wir angefangen mit Leidener Flaschen zu experimentieren. Die werden hier gerade zusammengebaut. War auch nicht so einfach. Es ist immer dasselbe Thema. Man denkt sich ja, das machst du mal eben. So, ne? Und dann geht man in die Praxis und baut was zusammen und dann klappt es erstmal nicht. Also es ist unglaublich. Das ist auf den Effekt kann man sich schon fast verlassen. Ich sehe einige Leute nicken hier. Das ist unglaublich, oder? Also da haben wir dann da zum Beispiel haben wir gesessen, das ist ein Messgerät, um eine Spule durchzumessen. Dann hat das überhaupt nicht das Messergebnis gegeben, was auf der Spule drauf stand. Wie gesagt, die Praxis zeigt dann, dass man da ganz schön Zeit reinstecken muss. Wir haben dann uns, hier sieht man, wie wir zum ersten Mal versuchen, eine Spule zu wickeln. Weil eine Aufgabe, die wir ja hatten, bei dem Gerät, dessen Beschreibung wir ja letztes Jahr gekriegt haben auch, sind es eben Planarspulen, die gemacht werden müssen. Und da gibt es keine Firmen, die das machen, sondern das muss man dann selber machen. Falls hier jemand ist, der Erfahrung hat mit Planarspulen, bitte Adresse da lassen. Ja, also wir werden auf jeden Fall die Erfahrung machen. Das ist natürlich völlig laienhaft hier. Zumindest hatten wir hier so eine zwei Scheiben aufeinander gepresst, gebaut und haben dann versucht, das hier so freistehend zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, kaum, dass wir die Scheibe auseinander gebaut haben, weil die ganze Spule wieder im Eimer. Dieses Ding ist aber weiterentwickelt worden von der Würzburger Gruppe, sag ich mal. Und da sind inzwischen, das ist inzwischen im Gestell drin, da sind Räder dran, die das Ganze auf einem bestimmten Abstand halten. Ne, werde ich dann jetzt in der nächsten Zeit mal testen, das Ding, und werde damit Spulen wickeln. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Dann haben wir uns ein zweites Mal getroffen im Schwarzwald. Und auch da haben wir wieder angefangen, unsere Schaltungen aufzubauen und viel mit den Frequenzen zu arbeiten. Und wir wollten halt, weil wir wussten, dass wir von der Frequenz sehr hoch kommen müssen, wollten wir halt von vornherein versuchen, gleich mit Hochfrequenz zu arbeiten. Und da hat man dann mit so vielen Nebeneffekten zu tun bei der Hochfrequenz. Da macht es schon einen Unterschied, ob ein Kabel irgendwie falsch liegt. Ja, das Kabel liegt zu nah am Gerät dran und schon stimmt was nicht. Also wir hatten echt Schwierigkeiten, da was in Gang zu bringen, haben es aber dann trotzdem nicht aufgegeben. Hier sieht man mal eine von den Planarspulen, wo wir gedacht haben, die Planarspulen müssten einen Abstand voneinander haben, die einzelnen Drähte. Das war auch keine gute Idee, aber okay, wir haben es probiert.
Das ist ein Hochspannungsnetzteil, was wir dann versucht haben, in den Einsatz zu bringen. Auch das war schwierig, wirklich schwierig. Und immer wieder kam das Thema halt, dass wir auf eine sehr, sehr hohe Frequenz kommen müssen. Und das Fazit war also, wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Know-how über Schwingkreise. Da kann man sich aber gut schlau machen. Also da gibt es vieles darüber, über Schwingkreise, das geht. Wir brauchen eine verlässliche Methode zur Bestimmung der Eigenfrequenzen. Auch ein wichtiges Thema, das haben wir eigentlich die ganze Zeit auch immer wieder versucht. Für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, AC-Analyse ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und eben Hochfrequenz ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und das hat uns dann ein bisschen gefrustet auch, muss ich sagen, weil wir erkannt haben, die Hochfrequenz, von der wir überhaupt, oder die einen Einfluss hat auf diese spezielle freie Energiemaschine, die Rückwerkfrequenz, die liegt beim tausendfachen Gigahertz-Bereich. Also wenn man sich schon mit Gigahertz beschäftigen kann, wenn man es schafft, also Schaltungen zu bauen im Gigahertz-Bereich, und davon noch tausendmal so hoch, war schwierig. Das ist eine Challenge. Bitte? Das ist eine Herausforderung. Genau. Genau. Aber dann passierte etwas wirklich Fantastisches, muss ich sagen, im Januar 2024. Und zwar hat Reinhard Köcher, das ist derjenige, der hinter der Informationsenergetik steckt, den Namen werden viele vom letzten Jahr noch wissen, Reinhard Köcher ist also der Autor von diesen ganzen Themen, der hat eine geänderte Version des Fluxkondensators, wie wir das Gerät genannt haben, empfangen und hat diese geänderte Version nutzt Permanentmagneten. Und diese Permanentmagneten bewirken, dass die Frequenz, mit der man das ganze Ding anregt, drastisch verringert werden kann. Wesentlich weiter runterkommen. Das war natürlich klasse. Wir haben weiterhin mit Planarspulen zu tun, wir haben mit Normalspulen zu tun, das bleibt also alles das Gleiche. Aber es ist eben ein etwas verändertes Wirkprinzip, gehe ich auch kurz darauf ein, und nur noch eine Leistungsausbeute von 500% drüber liegend ist möglich. Bitte. Erzählst du noch irgendwie mal, was dieser Fluxkondensator überhaupt ist? Also ich kenne die Vorgeschichte zumindest nicht. Es ist im Endeffekt eine Schaltung aus Schwingkreisen. Und die Funktionsweise des Fluxkondensators lässt sich auf Basis der Schulphysik nicht erklären. Also da muss man schon die erweiterte Lehre der Informationsenergetik nutzen, um das erklären zu können. Ich kann das immer nur hier andeuten, ich sage auch nachher was über die Informationsenergetik, aber das würde den Rahmen dann ein bisschen sprengen. Ne? Da habe ich ja vorhin schon beim Kaffee trinken gesagt, mitmachen. Ne? Dann erkläre ich dir das ganz genau. Gut, der neue Name ist Quadropol-Schwinger. Das hat was damit zu tun, dass wir den Fluxkondensator 2 konnten, den ich nennen will, weil, wie gesagt, das Wirkprinzip etwas anderes ist. Hier sieht man mal die Originalzeichnung von Reinhard. Und wie man das so sieht, wie er das so, der kriegt das im Prinzip so einfach runter diktiert. Ne? Also der hat ja nichts durchgestrichen oder irgendwas oder ausbessern müssen, sondern der kriegt das so geliefert. Und ich gehe auf die Schaltung gleich mal ein bisschen ein. Sehen wir gleich. Das war natürlich für uns klasse, dass wir plötzlich von diesem Anspruch einer riesen hohen Frequenz runterkamen. Das war natürlich super. Der Fluxkondensator funktioniert ja durch das Kondensieren oder Abkühlen des sogenannten, in meinem Formbegriff, sogenanntes Fluxes. Das ist, was in Informationsenergetik eben die Quantentunnelung ist, also das, was in unsere reelle Welt hier hineinfließt. Davon bedienen wir uns. Und dieser Eingriff in den Weltenbereich, in den vor uns gelagerten Weltenbereich, das hatte ich letztes Jahr ein bisschen erklärt, ist eben sehr kompliziert, erfordert eine sehr hohe Frequenz und das ist nicht mehr der Fall. Wir müssen also den
vor uns liegenden Weltenbereich nicht mehr beeinflussen. Ich komme gleich dazu, was das alles so bedeutet. Der Quadrupol-Schwinger arbeitet also mit dem Verstärken der Longitudinalschwingung oder Skalarwellen, die eben das Materiemedium innehat. Und seine Aktivitäten finden also in unserem Weltenbereich statt. Wir müssen nicht was anderes beeinflussen. Das ist auf jeden Fall gut. Und der Quadrupol ist eben eine Vierereinheit, besteht aus I, Pi, E und der Plus 1. Darum muss man sich Gedanken machen. Weil das sind die Dinge, die man damit einrechnen muss. Der Quadrupol-Schwinger ist also ein für uns machbares Einstiegsprojekt. Das sollten wir hinkriegen. Und alle bisherigen Erkenntnisse, die wir gehabt haben jetzt im abgelaufenen Jahr, also zum Beispiel der Umgang mit den Schwingkreisen, dass wir Eigenfrequenzen bestimmen müssen, das bleibt alles erhalten. Das ist jetzt nicht alles kaputt gegangen, sondern wir haben das weiterhin dabei. Und natürlich bleibt der Fluxkondensator sozusagen Standby, denn der Fluxkondensator hat ein Wirkprinzip, das nur eine wesentlich höhere Energieeffizienz bringen würde. Ich glaube, dass wenn wir mal den Quadrupol-Schwinger in Gang gebracht haben, dass wir dann da an dem Fluxkondensator auch weiterarbeiten können. Reinhard hat dann der Herr Köcher hat dann einen Artikel geschrieben, zu dem er auch gleich ein Video dann gemacht hat. Und der Artikel ist ja auch im Nature mal erschienen. Man muss aber sagen, es ist tatsächlich ein Fachartikel. Also der setzt einiges voraus, was in der Informationsenergetik als Grundlage man einfach wissen muss. Ich glaube aber, dass der Artikel auf jeden Fall Ihnen einen Eindruck gibt, dass was für eine enorme theoretischer Hinterbau hinter der Informationsenergetik steckt. Und wir schauen uns mal den gemalten Schwingkreis hier mal etwas genauer an. Wir sehen, die Flachspulen werden hier, sind so von der Seite gezeichnet, die hängen einfach so übereinander. Und das Blaue ist der Schwingkreis der oberen Flachspule, das Grüne der Schwingkreis der anderen Flachspule. Dann haben wir auf der Seite hier die Normalspulen, die so in einem 90-Grad-Winkel hier durchgesteckt sind, zusammen mit dem Permanentmagneten. Und auch hier gibt es wieder die entsprechend beiden Schwingkreise. Also es sind im Endeffekt vier Schwingkreise, mit denen man sich kümmert. Und gehen Sie nicht mit dem Schulwissen ran an das Thema, weil vom Schulwissen her, dem Schulwissen fehlt einfach ein erheblicher Teil, wie das wirklich funktioniert. So ungefähr würde der dann irgendwann mal aussehen. Wir haben auch schon angefangen, welche zu bauen. Und bei dem Bild, finde ich, sieht man schon ganz gut, dass wir tatsächlich auch hier schon wirklich schöne Spulen hingekriegt haben. Also die sind hier schön dicht und so. Also nach einem Jahr, die ersten Spulen, die waren hier noch so, die wir in Würzburg gemacht haben, die waren hier noch mit Löchern drin. Also da sieht schon alles viel besser aus. Ich denke, dass die Spulen schon wirklich ganz gut sind. Dann sage ich mal was über die Informationsenergie oder die freie Lehre, die dahinter steckt. Ich fange mal so rum an. Die Informationsenergetik ist nicht etwas komplett Neues. Jetzt vergessen wir alles, was wir in den letzten 200 Jahren an Physik, an Mathematik und so entwickelt haben. Und jetzt gibt es die Informationsenergetik und alles andere ist Kappes. Brauchen wir nicht. So ist es nicht. So wird das nicht gemacht. Sondern alle Erkenntnisse sind wichtig gewesen. Was aber Reinhard Köcher gemacht hat, er hat manche der Erkenntnisse so ein wenig verändert, ein bisschen hier hingedreht, ein bisschen da hingedreht, und sodass die Erkenntnisse dann tatsächlich wie richtige Puzzleteile dann ineinander gepasst haben. Aber wichtig ist, die Informationsenergetik nutzt also sehr, sehr viele bekannte, auch wissenschaftlich anerkannte Themen. Ich habe hier mal ein paar aufgeführt.
listet, der drin steckt. Allen voran, der war eigentlich, ups, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt, der war eigentlich der Auslöser auch für den Reinhard Köcher hier, Claude Alan Shannon, mit seinem Informationserhaltungsgesetz. Also der hat das eigentlich in Gang gebracht, sagen wir das Ganze. Es gibt Erkenntnisse von Pythagoras, von Euler, von dem Tagebuch der Informationstheorie, Albert Einstein ist drin. Wir haben Peter Plichter drin mit seinem wunderbaren Urquadrupol plus 1, minus 1, plus wie, minus wie. Hamilton mit den von hyperkomplexen Zahlen, die Ausdehnungslehre von Grassmann und. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles Quatsch ist und jetzt kommt die Informationsenergetik mal ganz Neues, sondern die Informationsenergetik hat es eben geschafft, diese ganzen Dinge so ineinander zu bauen, dass sich eben ein konstantes oder konsistentes Bild ergibt. Und dieses konsistente Bild geschieht mit einer Erkenntnis, nämlich auf Basis der Information. Und darüber spreche ich jetzt. Die Information ist die wirklich fundamentale Neuerung, die in Informationsenergetik stattfindet. Nach der Einführung der Masse durch Newton und der Energie durch Einstein und andere, Einstein hat halt die bekannteste Energieformel gemacht, deswegen nehme ich ihn mal dazu, haben wir jetzt die dritte und auch letzte Komponente, die jetzt in das Bewusstsein der Menschheit eindringen wird oder mit der sich die Menschheit beschäftigen wird. Und das ist die Information. Jetzt denken Sie, Moment, Information kennen wir doch. Das ist ja, wir leben im Informationszeitalter. Ne? Aber die Information, die in der Informationsenergetik drinsteckt, geht doch weit über das hinaus, was wir heute über die Information als Information verstehen. Ein bisschen kann man Information sehen als den Plan, der dahinter steckt, die Richtung, die Absicht, mit der etwas geschieht. Die Information ist die bestimmende Größe in dieser Trinität, das heißt Energie und Masse müssen sich nach dem richten, was die Information sagt und es nicht umgekehrt. Und es ist eben die Information, die Dinge eigentlich in Formation nimmt. Das steckt in dem Wort selber schon drin. Max Planck hat gesagt, die Materie kann nur existieren durch einen gerichteten Geist. Eine sehr gute Aussage und auch eine sehr gute Beschreibung. Also Max Planck hat am Ende seines Forscherlebens festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Allein durch die Erklärung über die Masse, über die Materie, über Energiezustände, das kann die Ordnung, die er gefunden hat in den atomaren Bereichen, nicht erklären. Und er hat gesagt, da steckt etwas mit Absicht dahinter, ein gerichteter Geist dahinter. So kann man sich die Information gut vorstellen. Und die Information ist immer imaginär. Also ich habe keine 5 Kilo Information mitgebracht. Ja, das ist die Information ist immer imaginär. Die kann ich Ihnen nicht in Säcke abfüllen, das geht nicht. Ja. Aber trotzdem gibt es die. Und vielleicht, Sie haben ja gerade schon so eine schöne Übung gemacht hier mit dem Wein. Also ich will Sie jetzt nicht besoffen machen, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir einen Versuch mal machen würden. Sie konzentrieren sich jetzt mal und stellen sich eine Banane vor. Versuchen Sie sich mal, eine Banane vorzustellen. Ja, die Banane schon, sehe ich das? Ja. Versuchen Sie sich mal eine Banane vorzustellen. Also wirklich, versuchen Sie das Ding wirklich in Ihrem Kopf zu erzeugen. Ja. Die Banane, die Sie jetzt erzeugt haben, ist die jetzt Teil unserer Welt oder nicht? Könnte sein. Das ist die Frage. Ne? Also kann
Ich meine, ich würde nicht sagen, dass die Banane existiert. Dann müsste man vielleicht den Begriff Existenz, also wenn man den Begriff Existenz als ganz strikt sagt, existieren tut nur etwas, was einen Körper hat, was eine materielle Form hat, dann hat die Banane natürlich nicht existiert. Aber irgendwie stimmt du das auch nicht, weil Sie können sich das Ding ja vorstellen. Und Sie haben es ja gerade eben gemacht. Bitte. Gab es nicht mal einen Künstler, der ein Bild einer Pfeife gemalt hat und darunter geschrieben hat, das ist keine Pfeife? Ja, weil es ja eben keine Pfeife ist, sondern ein Bild einer Pfeife. Ja. Also es, wenn Sie jetzt mit mir in den Vortrag mal in die Richtung gehen, dass man sich Dinge vorstellen kann, gerade wir mit unserem Verstand können das ja relativ leicht machen, diese Dinge tatsächlich existieren, diese Dinge tatsächlich da sind. Und ich meine, Sie haben die Banane ja gerade gesehen. Jetzt sind Sie immer noch hier in der Hand. Ja. Aber denken Sie mal darüber nach, hat das Ding jetzt existiert? Existiert etwas, was ich mir vorstellen kann oder nicht? Das ist eine ganz wichtige Kernfrage. Wenn man der Ansicht ist, das gibt es nicht, das existiert nicht, Dinge existieren nur, die ich angreifen kann, ja, dann kommt man mit der Informationsenergetik nicht weiter. Und eine Frage, es ist nicht so, ich stelle uns was vor, wir machen vielleicht ein Produkt, Platz. Also da ist ein Prozess, dass der jetzt nicht lernt, existiert und nachher der Prozess. Ja, genau. Man stellt sich was vor und ist eigentlich ein schöpferischer Vorgang, würde ich mal sagen. Wir sind also als Menschen offensichtlich in der Lage, Dinge zu schöpfen. Ich weiß auch nicht, ob Ameisen sich Bananen vorstellen können. Ich glaube es nicht. Aber wir können es. Das scheint uns, für uns scheint dieser Übergang zwischen was Imaginären und was Reellen eigentlich ziemlich einfach zu sein. Es gibt einen Artikel aus dem Januar Nature Journal von Adolf, der ihn geschrieben hat. Grandioses Ding. Er macht sich Gedanken darüber, über KI und Bewusstsein. Das ist ja im Moment eine heiße Diskussion. Super Artikel, ich hatte richtig Spaß gehabt an dem Ding. Und dann stehen also Knallersätze drin, wie zum Beispiel: Lebewesen sind sterblich, ein Computer ist von Anfang an tot. Super Satz. existiert der Geist unabhängig vom Gehirn und wird von ihm nur empfangen? Ich will Ihnen mal etwas erzählen. 2019 habe ich an dem Wasserkongress teilgenommen von dem Professor Pollack. Und dort war ein amerikanischer Mediziner, der hat einen Vortrag gehalten. Er hatte einen Patienten, der sich mit der Schrotflinte die Hälfte des Gehirns weggeschossen hat. Und er hat das überlebt. Der war zunächst zu nichts in der Lage. Der konnte niemals atmen. Aber er hat weitergelebt. Das Herz hat geschlagen. Nach einiger Zeit konnte er wieder selber atmen, nach einiger Zeit konnte er sogar sich auch wieder selber bewegen, wieder selber sprechen. Und dann ist etwas Fantastisches passiert. Er hat nach einiger Zeit sein gesamtes Erinnerungsvermögen zurückbekommen. Das geht nur, wenn das gilt. In der Informationsenergetik ist das Gehirn ein Widerspiegelungsapparat. Da wird nichts drin gespeichert im Gehirn, sondern es werden Dinge wiedergespiegelt, sodass wir diese Existenz oder diese Realität, die wir hier so empfinden, eben haben. Gedanken und Gefühle sind mehr als nur elektrische und chemische Vorgänge unserer Gehirnzellen. Habe ich auch schon lange gedacht. Glauben wir denn wirklich, dass jetzt, wenn Sie sich Ihre Banane vorgestellt haben, dann haben sich dann jetzt dann die Hirnzellen dann bewegt und haben dann das Bild der Banane rausgeholt? Er nickt. Aber er ist auch physisch. Sie haben sich nicht bewegt, sondern da sind halt irgendwelche Neuronen, die weiß was, zwischen Synapsen hin und her gelaufen oder was, und haben halt im Gehirn quasi das Bild dieser Banane konstruiert. Können Sie das nicht verstehen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass tatsächlich wir mit unserem Gehirn, so wie es auch hier geschrieben ist, eine Verbindung zu einer imaginären Welt haben. Und in dem Artikel schreibt Adolf auch, der Nachbau des Gehirns, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder den Fakt,
Der Nachbau des Gehirns, der bringt kein Bewusstsein. Er macht sich nämlich dann in diesem Artikel dann Gedanken, wie das mit dem Bewusstsein eigentlich funktioniert. Und ein Heft später, also mit drei Knöpfen bin ich schon überfordert jetzt. Was auch mir klar geworden ist, als ich diesen Artikel gelesen habe, Adolf zeigt das ganz klar auf, es ist etwas, was in einem nicht materiellen Bereich stattfindet, was man ernst nehmen muss. Und es braucht jetzt irgendeine Möglichkeit, diese Erkenntnisse über diese nicht materielle Welt so mit einzubauen, dass es nicht gleich nach Schlangenöl, Voodoo-Zauber und sonst was klingt. Wie kriegt man das jetzt rein in unsere Schulwissenschaft? Die besten Erkenntnisse ergeben sich ja aus Nahtoderlebnissen. Da kann man die meisten Sachen erleben, die außerhalb vom Gehirn stattfinden. Ja, die Dinge beschreiben, wie sie, also die beschreiben würden, wie sie auf dem Tisch liegen und so, ja, gibt es fantastische Sachen. Aber auch der Typ, der die Hälfte seines Gehirns verliert und danach sein gesamtes Wissen, seine gesamte Erinnerung wiederkommt. Es kann nicht sein, dass Dinge im Gehirn in der Form abgespeichert sind, wie wir das bislang genommen haben. Es geht nicht. Kann nicht sein. Aber in Magnetfeld. Bitte? In Magnetfeld. Habe ich nicht verstanden? In Erdmagnetfeld ist Erinnerung eingeschaltet. Erdmagnetfeld, okay. Nikola Tesla. Okay. Dann gab es einen Folgeartikel von Dr. Med. Walter Rella, der wirklich absolut, also kann ich nur 100% empfehlen, was er da geschrieben hat. Er hat jetzt das nochmal mehr auf den Punkt gemacht. Er hat gesagt, aus dem Imaginärzustand wird Bewusstsein aktiviert. Quelle für das Bewusstsein ist immer imaginär. Die Quelle für das Bewusstsein ist immer imaginär. Er hat auch gesagt, und das war der Übergang vom Imaginären in den realen Bereich, macht Bewusstsein erlebbar. Also was in dem Artikel drinsteht und was er auch ganz wunderbar mit Hilfe von der mehrwertigen Logik von Burkhard Heim dann eben auch zeigt und genau beschreibt, ist, dass das Bewusstsein immer einen Kontakt zu etwas Imaginärem benötigt, sonst geht es nicht. Lesen Sie den Artikel durch, das ist wirklich stark. Also am besten erst rein und dann den von dem Dr. Renner. Das ist wirklich toll. Und dann macht er etwas, das ist wieder so eine Sache, wo ich denke, wie kommen die Leute da drauf? Dann macht er Folgendes und sagt jetzt, also der Megaknaller für meine Begriffe, dann geht er hin und sagt, die freie Energie, bei der ist das genauso wie dem Bewusstsein. Auch die freie Energie, wenn man die wirklich haben will, braucht man einen Kontakt zur imaginären Welt. So, zu etwas Imaginären. Sonst geht es nicht. So wie beim Bewusstsein auch. Den Gedanken müssen Sie mal sacken lassen. Also das ist natürlich schon wirklich ein Knaller-Behauptung, die er da macht. Und ich als Informationsenergetiker kann nur sagen, ja, genau. Jetzt sind wir nämlich wieder in der Informationsenergetik, denn genau dieser Übergang von dem Imaginären ins Reale, wobei wir von dem Reellen sprechen, weil real ist alles, auch das Imaginäre ist real. Wir reden vom Reellen. Also das werde ich ihm auch schreiben, dass er das umbenennen soll. Also dass er eben das Reelle da ist und dass die freie Energie nur so erreicht werden kann, indem man diese imaginäre Komponente mit reinbaut, mit dazu nimmt, dass es anders nicht geht. Wenn ich nicht im Bett gelegen wäre, das gelesen hätte, wäre ich aufgestellt und weitergeklatscht, weil das ist genau die Idee. Das ist genau auch für mich eines der Dinge, an der viele Maschinen bislang nicht weiterkommen, weil sie einfach versuchen, die Dinge eben nur in der reellen Welt, in der physischen Welt zu erklären. Es ist nicht so. Wir bekommen die freie Energie nicht über eine Betrachtung in der reellen Welt.
wird nicht gehen. Ja, richtig. Herr Ludwig hat es doch vorhin gesagt, der Stromkreis muss offen sein. Da ist das Geheimnis, das ist das Gleiche. Und da, genau. Die Anbindung an die Quelle hat sie genannt. Peter Schottmann hat das genannt. Das, die Wissenschaft kommt nicht weiter, solange weil die Wissenschaft eingebunden ist in ein Bewusstseinshintergrund. Ja. Wir werden das Bewusstsein nicht verstehen, was das für eine wissenschaftliche Methode um dazu zu greifen. Ja. Zum Beispiel auch. Was im CERN gemacht wird, ist grandios. Es ist höchst professionelle Wissenschaft, gar keine Frage. Aber aus einer Betrachtung der Materie selbst wird man nicht erkennen, wie die Materie funktioniert. Es wird nicht klappen. Und Planck hat es schon gesagt, den gerichteten Geist, der hinter der Materie steckt, wenn man den nicht anfängt zu suchen oder anfängt, diesen gerichteten Geist irgendwie von mir aus auch messbar zu machen, wie immer man das machen will, wird man das nicht schaffen. Und die stecken ja ganz schön in der Krise da aus. Die kommen ja einfach nicht weiter. Es ist nicht der Hauptzeitpunkt. Ich habe mich eben heute auf Heim und da hat Elisabeth Lehmann, die wohl hier ist, einen tollen Artikel im National aufgeschrieben zu der ganzen Thematik Geist hinter Materie, mehrere Dimensionen und so weiter. Ja. Ich denke auch, dass man diese geistige oder sagen wir diese imaginäre Ebene dazu nehmen muss. Ich habe von euch beiden gelesen, dass ihr das vor zig Jahren schon mal drin hattet in eurer Arbeit. Dann habt ihr das extra rausgenommen, weil ihr das nicht wolltet. Habt ihr es rausgenommen und gesagt, wir wollen Beweisbares oder wir wollen Zählbares und so haben. Das kann man so nicht sagen. Es ist einfach so, am Anfang unserer Arbeit hatten wir natürlich sehr viele erunterte Einflüsse aus allen möglichen esoterischen Kreisen. Und da wollten wir uns davon hüten, dass wir abstürmen in undefinierte Gefilde. Aber was jetzt Informationsenergetik oder Heimsche Theorie oder höhere Dimensionen betrifft, das spielt eine wichtige Rolle. Da sind wir schon dabei. Wie? Das ist Wissenschaft, ja. Das ist Wissen, das schafft. Ja. Gut. Und durch die Einführung dieser dritten Qualität, eben Information, kann man jetzt diese imaginären Vorgänge wunderbar beschreiben und in die Wissenschaft eben auch entsprechend eingebunden werden. Und die Informationsenergetik ist eben genau die umfassende Lehre, er hat ja inzwischen 7 Bücher geschrieben, Herr Reinhard Köcher, die eben das genau für uns getan hat. Und es ich kann auf die Details da nicht eingehen, dann können wir einen eigenen Kongress drüber machen. Da könnte ich nur Vorträge machen darüber. Aber es ist schon fantastisch, wenn Sie jetzt auch mitnehmen, dass Masse, Energie und Information eine Rolle spielt bei dem ganzen Räderwerk der Natur. Ich denke mal auch, dass man irgendwann die drei auch mal in einem Namen nennen wird, nämlich Newton, Einstein. Weil die einfach zusammengehören. Newton hat die Masse in das Bewusstsein gebracht, Einstein die Energie und Köcher eben die Information. Gut. Das hatte ich auf dem Auto gesehen, fand ich einen tollen Satz, alles wird gut. Und das möchte ich Ihnen am Schluss nochmal mitgeben. Ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren mit der Informationsenergetik. Und kann sagen, dass wir da ein Instrument bekommen haben, das uns wirklich eine bessere Zukunft ermöglichen wird. Wir haben also, wir leben ja in einer Zeit, wo doch viel passiert. Und auch ich persönlich bin auch ziemlich verunsichert, muss ich schon sagen, aber ich kann Ihnen garantieren, durch die Informationsenergetik und durch diese umfassende Lehre, die er verfasst hat, werden wir in der Lage sein, unsere Zukunft wesentlich zu verbessern. Wir werden aufhören, Stoffe zu verbrennen, sondern wir können die Energie uns aus dem Vakuum eben
holen. Und wir werden auch in der Lage sein, Stoffe selber herstellen zu können, die wir so im Moment nur aus der Erde herausholen. Also für mich haben wir den Schlüssel für eine bessere Zukunft bereits in der Hand. Aber das wird erst nochmal schlechter. Bitte? Das wird erst nochmal schlechter. Könnte sein, ja. Könnte sein. Es ist auch nicht ganz so einfach, sich mit der Informationsenergetik zu beschäftigen. Wer den Artikel mal gelesen hat, hat ja gesehen, dass Rainer da das schon recht kompliziert macht. Aber kennt ihr ein Buch noch Frieden, habe ich geschrieben. Ach, das gibt es ja. Wir hatten ja mal den Versuch gewagt, den Reinhard einzuladen zu einem Kongress. Das war 2020 in Holiday Inn, vor 4 Jahren. Da konnten Sie ihn leibhaftig erleben und das war schon spannend. Aber natürlich nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach, ganz genau. Genau. So, doch, das war schon. Jetzt haben wir sicher noch Zeit für ein paar Fragen. Wenn es welche hat. Ja, Klaus. Ja, bitte. Vielleicht noch mal eine kurze Aussage. Wie empfängt ihr dann diese Schaltung, diese Ideen? Ist das eine mediale Durchgabe oder hat er da direkt einen Kontakt mit der geistigen Welt, wo man auch eine Interaktion machen kann und Fragen und Antworten bekommt? Ja, das nicht. Rainer wird eigentlich seit Jahren, haut es den morgens um 4 aus dem Bett und dann fängt er an zu schreiben. Das ist immer, das ist auch nicht lustig, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich möchte so nicht leben. Das ist nicht lustig. Und das war auch, und er hat mir mal beschrieben, dass er sich im Grunde mit sich selbst unterhält, aber mit einer höheren, mit einer weiterentwickelten Persönlichkeit von sich selbst. Also Reinhard redet im Grunde genommen mit sich selbst. Das ist vielleicht jetzt die Frage, wie kann man da korrigieren oder auch sich selber korrigieren, oder kommt er nach einigen Wochen, Monaten drauf, halt, da habe ich was falsch empfangen, jetzt muss ich wieder ein bisschen anders sehen, oder kommt er es immer eins zu eins klar rüber? Es kommt immer eins zu eins so rüber. Und du hast ihn kennengelernt, Reinhard, von irgendwas vom Gegenteil zu überzeugen, ist eigentlich so einfach, weil er halt seine Meinung hat. Und er ist halt auch in der Lage, dadurch, dass er alles von der Mathematik her leitet, was er macht, von der Mathematik ableitet, ist er natürlich immer irgendwo auf der richtigen Seite mit dem, was er macht. Ist schon sehr, sehr vollständig, und wenn man versteht, wie die Mathematik wirklich funktioniert, ist das, erklärt das halt wirklich genau, wie die Zusammenhänge, also wie das Räderwerk der Natur funktioniert. Dann noch eine kleine Ergänzungsfrage. Wie kommt ihr dann zu den Parametern der Bauteile? Also Windungszahl, Quadratmesser, macht das dann mit dem Pendel oder? Wir machen das mit Pendel. Das ist vielleicht keine Dummheit. Es ist schon so, dass die 4 Leute, die da zusammengekommen sind, sind alle medial begabt. Und wir machen das tatsächlich so, dass wir versuchen, mit der imaginären Seite in Kontakt zu sein und zu versuchen auch zu fragen, ob es so in die richtige Richtung geht oder nicht. Und einer von denen ist ein sehr guter Routengänger, der macht das schon auch viele Jahre. Und also das ist das Merkwürdige, dass wir 4 eigentlich sehr medial unterwegs sind. Wenn Sie selber eine Gruppe machen wollen, machen Sie nicht mehr als 4 Leute. Es ist schon schwierig, 4 Leute unter einem Tisch zu machen. Sie keine Gruppen mit 5 und 7 und 10 und 20 Leuten. Das geht nicht. 4 Leute. Man kann ja so machen, dass man Aufgaben verteilt. Da ist eine Vierergruppe, da ist eine Vierergruppe. Die Ergebnisse vielleicht austauschen. Ja. Geht immer über GitHub. Ja, aber zu den Schaltungen, zum Beispiel Schwingkreisfrequenzen, kann man natürlich ausrechnen. Auch wenn einer die erst medial empfängt, kann man aber kontrollieren, stimmt's. Also, das ist gar kein so ein Thema. Okay. Trotzdem werden wir viel ausprobieren müssen. Ja, genau. Es sind nicht genaue Parameter gegeben, wo genau ist es dann doch nicht. Wir werden einfach viel ausprobieren, das kann man ja messen, mit dem Messgerät. Genau, So, wer hat noch eine Frage? Ja, da ist ein Mikrofon, ganz einfach. Wie muss ich denn die Vorstellung gestern bezüglich der Holcomm-Technologie jetzt bewerten, vor dem Hintergrund Ihrer Informationen, weil das gestern rüberkam, ist für mich halt eher so ein rein mechanistisches Weltbild,
wo ich sage, tue das, dann passiert das und das. Aber die Erkenntnis habe ich jetzt nach der Vorstellung nicht mehr. Man hört in sehr vielen Vorträgen, wird immer nur über Energie gesprochen. Energie, Energie, Energie. Und es gab Zeiten, da war für die Menschheit der Begriff Energie völlig unverständlich. Da muss man noch 100 Jahre zurückdenken. Die Menschen hatten keine Ahnung, was Energie sein soll. Wir sind halt heute in der Situation, dass der Begriff der Information und auch die Information, so wie sie da jetzt drin ist, wie sie da gemeint ist, dass wir dafür auch eine Zeit benötigen werden. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Information dann eben auch in den Vorträgen dann sich zeigen wird. Es gibt ein Beispiel, es ist zwar nicht das beste Beispiel, aber es gibt ein Prinzip, sehr altes Prinzip, im Kleinen wie im Großen. Und Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos. Ja. Und es ist zum Beispiel schulwissenschaftlich auch klar, dass Eis zu sechseckigen gefriert, also hexagonal. Eis hat eine hexagonale Form. Das ist auch bekannt. Das ist jetzt keine Sondersache. Jetzt muss man sich mal vorstellen, aus diesen kleinen Atommolekülen, kleinen Sechsecken, werden Schneeflocken gebaut. Und welche Form haben diese Schneeflocken? Immer, 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 immer? Sechseckig. Das ist ungefähr so, als wenn Sie 10 Milliarden Legosteine haben. Und aus den 10 Milliarden Legosteinen bauen Sie dann einen riesigen Legostein. Mit der gleichen Form. Mit der gleichen Form. Mit der genau der gleichen Form. Ne? Also, die Information als solche ist eben auch schwierig zu erkennen. Aber es gibt manche Beispiele, wo man sie sehen kann. Und für mich sechseckiges Eis und daraus eine sechseckige Schneeflocke, da sieht man, wie die Information wirkt. Wir hatten letztes Jahr jemanden, der hat festgestellt, dass Klangschalenfiguren im Wasser eine Form bekommen, genau wie ein Schildkrötenpanzer, hat er dann auch gezeigt. Und da habe ich auch gedacht, oh, jetzt sag mal, das ist dieselbe Information, die dahinter steckt, aber hat er dann doch nicht getan. Es wird ein bisschen dauern, bis die Menschen verstehen, dass die Information überall dahinter steckt. Denn sie ist nicht so leicht zu erkennen. Es ist nicht so leicht. Aber das wird kommen.